Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die ganze Tagung unter das Thema des Dirty Capitalism gestellt wurde. Und ich glaube, es finden aktuell wieder Debatten statt, zum Beispiel gerade die Debatten in der deutschen Sozialdemokratie über das Verhältnis von sogenannter Identitätspolitik und Klassenpolitik und normale Menschen und diese abgetretenen anderen Nebenwidersprüche und so weiter. Und das hat alles eine ewig lange Vorgeschichte. Und ich glaube, mit einer Perspektive des Dirty Capitalism könnte man sich eigentlich diese ganze Problematik sparen. Und was jetzt sich dahinter verbirgt, stellen wir euch jetzt vor. Ich fange an, versuche ein paar zentrale Argumente zu bringen des Konzeptes. Und dann werden wir zunächst Ruth das spezifizieren anhand des Racial Capitalism und Lukas wird auf die aktuelle Situation, das hatte Margit ja auch schon angekündigt, eingehen. Okay, dann fange ich an. Ich mache jetzt die erste Folie und ich hoffe, ihr seht, dass sie sich geändert hat. Kann jemand mal Daumen hoch machen? Margit nickt, sehr gut. Also, worum geht's uns? In der Tradition von Karl Marx mit seinem kategorischen Imperativ geht es darum, also aus einer kritisch-theoretischen Perspektive, die sich eben als Teil, als der intellektuelle Moment einer auf Emanzipation gerichteten Bewegung begreift, geht es darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. So, also dazu muss man als allererstes mal sagen, Dirty Capitalism sagt gar nichts ganz Neues. Das wäre wirklich vermessen, diesen Eindruck zu hinterlassen, sondern das basiert eigentlich auf einem erreichten Stand, einer kritischen Diskussion im politischen und wissenschaftlichen Kontext. Und dieser Stand ist unhintergehbar. Das ist ein kritischer Selbstaufklärungsprozess, in dem wir uns ununterbrochen befinden, eben in diesen verschiedenen Bereichen. Und das will ich ganz kurz anreißen. Ich sage jetzt gar nicht zu den verschiedenen Konzepten, nur um nochmal in Erinnerung zu rufen, auf welchen Schultern diese Debatte eigentlich steht. Die Triple Oppression, Debatten aus Südafrika und den USA von schwarzen, queeren Feministinnen, die versucht haben, verschiedene Herrschaftskategorien zusammenzubringen. Die Debatte um Intersektionalität, die die Juristin Kimberly Crenshaw angestoßen hat, wo quasi der Begriff der Diskriminierung im Zentrum steht, also der Mehrfachdiskriminierung. Ihr zentraler Punkt ist eben deswegen Intersektionalität, die Durchkreuzung verschiedener, in ihren Worten, Diskriminierungsformen. Also, dass es eben keine bloße additive Aneinanderreihung ist, sondern dass die miteinander verbunden sind, die jeweilige Voraussetzung füreinander sind. Und auch man muss dazu sagen, auch das beruht auf langen Debatten und aus den verschiedenen Perspektiven. Also wenn man denkt an den sozialistischen Feminismus des 19. und 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Clara Zetkin, die versucht hat, Klasse und Geschlecht zusammenzudenken. Dann das, was Ruth noch ausführen wird, den Racial Capitalism. In der Tradition der kritischen Theorie zunächst Regina Becker-Schmidt, die auf Adornos Vorstellung der Vergesellschaftung, die über den Tausch zusammengeschlossen ist, argumentiert hat. Man muss eine doppelte Vergesellschaftung denken, in der das Geschlechterverhältnis eben auch zentral ist. Und Ilse Lenz, die das um die dreifache Vergesellschaftung, eben um noch Race, Ethnicity und so weiter einzubringen, thematisiert hat. Und auch aus der Perspektive der ökologischen Frage heben diejenigen wie Egon Becker, Christoph Görg und andere, Markus Wissen, die auf die Gesellschaftlichkeit der Naturverhältnisse ab, um eben auch hier den gleichen Gedanken einzubringen. Also, es gibt viele Versuche, diese verschiedenen Herrschaftsverhältnisse und Perspektiven zusammenzudenken. Aktuell nach dem Buch von Didier Eribon ist ja zumindest im deutschsprachigen Raum eine Debatte wieder ausgebrochen, die eben auch nicht sehr produktiv geführt wird, aber der interessante Teil da drin, die sogenannte neue Klassenpolitik, diese hat Sebastian Friedrich 2018 so definiert: Bei neuer Klassenpolitik geht es im Kern darum, verschiedene linke, häufig isoliert voneinander stattfindende Perspektiven
zusammenzuführen. Also auch da wieder der gleiche Gedanke oder die aus dem Feminismus stammende Social Reproduction Theorie, die natürlich jetzt ein bisschen ähnlich anhört wie die aus dem Marxismus kommende. Es ist auch kein Zufall. Dennoch ist es ein eigener Theoriestrang verbunden mit Autorinnen wie unter anderem Silvia Federici. Hier gibt es ein Schwerpunktheft der Prokla 2019, auf das ich vielleicht bei der Gelegenheit hinweisen möchte. Die Einleitung von Julia Dück und Katharina Hayek sind auch kostenlos im Netz verfügbar. Also ganz zentral eben, es gibt eine lange Tradition dieser Debatte. Deswegen, wir sagen mit Dirty Capitalism eigentlich nichts Neues. Ja? Wichtig ist aber Capitalism. Also, es geht nicht darum, wie jetzt in der Intersektionalität verschiedene Diskriminierungsformen in ihrer Durchkreuzung zusammenzudenken, sondern es geht um Kapitalismus. Aber um was verstehen wir eigentlich unter Kapitalismus? Und das kann man sich am besten verdeutlichen, wenn man sich den Gegenbegriff vor Augen führt, nämlich den sogenannten reinen Kapitalismus, also sogenannt, stimmt nicht, weil das sagt ja niemand. Das hat Brigitte Aulenbacher mal in einer Diskussion so genannt. Der reine Kapitalismus, also die Vorstellung, es gäbe sozusagen die zentralen Kategorien des Kapitalismus und alles andere müsse hinzugedacht werden. Und das ist eben eine konzeptionelle Selbstbeschränkung. Also der Kapitalismus bedeutet viel mehr als Klasse, Mehrwert, Warenform, Akkumulationsdynamik, Lohnarbeit, alles, was ihr so kennt, was ihr heute und morgen sicher auch diskutieren werdet. Und man muss sagen, in der Debatte um den Kapitalismus war dieser Begriff ganz häufig eigentlich verkürzt, wenn man so will, weil er genau auf diese Elemente reduziert wurde. Und dann wurde sozusagen das andere hinzugefügt. Aber es ist halt nicht nur der Begriff, der verkürzt wurde, sondern die Praxis des Kapitalismus, die Funktionsweise. Und daher ist es auch nicht zufällig, dass es theoretisch dann eben auch verkürzt wird. Kapitalismus selber, und das will ich nur ganz kurz an einem berühmten Schema von Maria Mies deutlich machen, wenn das ein Eisberg darstellt, sieht man oben Kapital und Lohnarbeit über das Wasser hinausragen. Ja, das sind die Formen, die sozusagen die Dynamik dieser Vergesellschaftung auf der Oberfläche antreiben. Die Lohnarbeit ist das, was bezahlt wird, und alles andere, was sozusagen nicht in diesen offiziellen Erwerbsarbeitsbereich fällt, in das Kapital-Arbeitsverhältnis, das ist eben unsichtbar. Und das ist nicht so, weil die Theorie das immer nur so falsch darstellt, sondern weil Kapitalismus wesenmäßig so funktioniert. Also zum Beispiel Reproduktionsarbeit, aber eben auch Subsistenzarbeit. Birgit Sauer hat das sehr schön formuliert, indem sie sagt, dass am Beispiel der zentralen Kategorie des Mehrwerts, in den Mehrwert sind bereits, würde ich sagen, Formen nicht bezahlter, affektiver bzw. emotionaler Arbeit notwendig eingelagert, die Akkumulation als soziales Verhältnis überhaupt erst möglich machen. Ja, das ist nichts Nachträgliches, das ist nur unsichtbar und deswegen auch oft unthematisiert oder erst ex post thematisiert. So, also das sind so die zentralen Überlegungen. Dirty, eben nicht moralisch, wie Margit schon gesagt hat, sondern kategorial dem reinen Kapitalismus entgegengesetzt. Jetzt muss allerdings noch ein Punkt gemacht werden, der auch nochmal ein Unterschied zum Beispiel zu Intersektionalitätsdebatten ist. Es geht hier um Gesellschaft. Da habe ich jetzt nicht zufällig Adorno eingeblendet, weil das natürlich diese Art von Gesellschaftstheorie ist. Ganz wichtig, anders als in Theorien wie zum Beispiel der Systemtheorie, ist mit Kapitalismus nicht die Ökonomie gemeint, als verstanden als ein Subsystem, sondern mit Kapitalismus ist eine Vergesellschaftungsweise gemeint, die alles in ihren Bann zieht, die alles miteinander vermittelt. Buch von Birgit Sauer und Katharina Pühl habe ich eingeblendet, um eben deutlich zu machen, auch das ist jetzt ist jetzt nicht etwas, was wir für uns rekurrieren würden. Das wollen wir nur in diesen Kontext einbringen. Also nochmal, eine Vergesellschaftung bedeutet, dass alles in den Bann gezogen wird, alle Einzelnen von dieser Gesellschaft abhängen
und sich die gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber jenen einzelnen Verselbstständigen. Das merkt man daran, dass gesellschaftliche Strukturen eben einem wirkmächtiger erscheinen als die eigene Praxis, als individuelle Praxis verstanden. Und man kann das natürlich auch mit anderen Theorien, man muss das jetzt nicht mit der kritischen Theorie machen und den Totalitätsvorstellungen, man kann auch mit Althusser sagen, alle Verhältnisse sind im Kapitalismus zu einem komplexen Ganzen verwoben. Oder wie Alex Demirovic auch gesagt hat, Kapitalismus ist eben der Versuch, den Zusammenhang, ja, der Gesellschaft, der einzelnen Momente auf den Begriff zu bringen als ein Ganzes. Oder mit dem Soziologen Anthony Giddens, man kann halt eigentlich von Kapitalismus, von Gesellschaft überhaupt erst im Kapitalismus sprechen, weil das der erste wirkliche globale Typ gesellschaftlicher Organisation ist, anders jetzt als die antike Polisgemeinschaft oder vorhergehende historische Formen, in der zwar Menschen nebeneinander herleben, aber in dem ihre Verhältnisse eben nicht zu diesem Zusammenhang zusammengeschweißt sind, in dem alles voneinander abhängt. Es ist also erst im Kapitalismus überhaupt sinnvoll, von Gesellschaft zu sprechen. Deswegen, wenn wir von Dirty Capitalism sprechen, bedeutet es, dass Kapitalismus als Gesellschaftsanalyse zu begreifen ist. Das ist eine gesellschaftstheoretische Konzeption und schon per se deswegen kein moralische. Ein letzter Punkt von mir. Wie kann man jetzt sozusagen das Denken analysieren und politisieren? Wie kann man diese vielfältigen Herrschaftsverhältnisse zusammendenken? Da ist eben nochmal, um es zu wiederholen, ganz wichtig, dass es nicht additiv geschieht. Das ist genau das Problem vergangener Diskussionen, sondern dass sie in Knotenpunkten zusammenlaufen. Und da gibt es auch nicht nur den einen Knotenpunkt. Man kann das in den Subjekten zusammenlaufen denken. Das machen ja viele. Da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man da aufpassen muss, das eben wirklich als gesellschaftstheoretische Konzeption zu bedenken. Sonst hat man ganz, ist man ganz schnell auf dem Gleis der sogenannten Identitätspolitiken. Man kann das eben auch in den Institutionen denken, die Knotenpunkte sind. Oder, was ich besonders sinnvoll finde, eben in der Praxis. Und ich will jetzt das nicht weiter erläutern, sondern das, an einem Beispiel vorführen. Nehmen wir mal das Zentrum, eines der Zentren der Akteure dieses Kapitalismus, nämlich das transnationale Unternehmen, von dem wir alle sagen würden, sicherlich einer der mächtigsten Akteure aktueller Vergesellschaftung. Dann ist das natürlich ein transnationales Unternehmen, ein Teil einer Klassenfraktion. Ja. Aber jetzt der Eisberggedanke, wenn man nur darauf schauen würde, würde man das Wesentliche übersehen, dass sich darin nämlich zugleich ein hierarchisches Geschlechterverhältnis ausdrückt, in dem Reproduktionsarbeit bereits als unsichtbare Voraussetzung verschwindet. So, und außerdem sind transnationale Unternehmen auch dadurch gekennzeichnet, dass sie die von Uli Brandt und Markus Wissen sogenannte imperiale Lebensweise reproduzieren und nutzen. Wie man das nun macht, hängt davon ab, möchte man theoretisch oder empirisch vorgehen, möchte man eine Akteurskonstellation untersuchen oder eine politische Strategie. Daraufhin muss man dieses Konzept eben jeweils bedenken. Entscheidend ist es, dass es eben im Rahmen einer Kapitalismus als Gesellschaftstheorie begriffen wird. Und als ganz letzten Punkt ein schönes Beispiel von Jörg Brunner, wie er mal versucht hat, das zusammenzubringen, von Heterosexualität ausgehend. Heterosexualität ist in das Patriarchat als Grundlage eingeschrieben, weil es Zweigeschlechtlichkeit und eine hierarchische, binäre Anordnung von Geschlecht und Begehren hervorbringt und festigt. Dieses binäre hierarchische Geschlechtersystem sichert wiederum die Reproduktion der Arbeitskraft im Kapitalismus, wobei die Naturalisierung von Geschlecht und Begehren innerhalb der heterosexuellen Matrix die geschlechtliche Arbeitsteilung stützt. Das ist sozusagen Spotlight darauf, wie man diese Verwobenheit von Herrschaftsverhältnissen denken sollte. Okay, jetzt gebe ich an Ruth weiter. Und sie wird jetzt was zum Racial Capitalism sagen.
Ja, ich kann da direkt anknüpfen und möchte euch einen ganz kurzen Einblick geben in Theorien des Racial Capitalism, wo Überlegungen dazu, dass und wie wenig Kapitalismus ein ökonomisches System ist, sondern eben eine gewaltvolle, sehr gewaltvolle, mehrfach gewaltvolle Vergesellschaftungsweise hier eine lange Tradition haben. Und was interessant ist, in diesem Kontext gibt es auch eine lange Tradition zu dieser Analyse, Kategorien zu Widerstandspraktiken immer mit zu bedenken, mit zu entwerfen und natürlich auch anzuwenden. Und ich stelle diese eine Tradition jetzt etwas näher vor, weil es natürlich in dem Kampf gegen den Dirty Capitalism es nur gut sein kann, wenn man von ihm von vielen Stellen aus angreift und viele Verbündete hat. Aber auch, weil dieses Konzept vor allem im Zuge von Black Lives Matters nochmal eine ganz neue Bedeutung oder eine weitere Bedeutung, eine politische Wichtigkeit bekommen hat. Und wie ich glaube, zum Beispiel auch die letzten amerikanischen Wahlen oder auch die Stimulus Bill, die gerade verabschiedet wurde, oder in alle solche Ereignisse auch mit hineingespielt hat. Vielleicht magst du mir jetzt eins weiterklicken, Sonja, zur Geschichte und Gegenwart von Theorien des Racial Capitalism. Da erinnere ich jetzt auch nochmal an Aspekte, die zum Teil schon von Sonja genannt worden sind. Das entscheidende Buch in dieser Tradition ist ein relativ neues Buch von 1983 von Cedric Robinson, Black Marxism, das jetzt eben auch im Zuge von Black Lives Matters nochmal eine Neuauflage erfahren hat und erst jetzt so richtig, glaube ich, wahrgenommen worden ist. Dieses Buch ist entstanden in einer sehr interessanten Konstellation Ende der 1970er Jahre im Kontext der Forschung und des Aktivismus zur Spezifik des südafrikanischen rassistischen Kapitalismus. Neville Alexander ist zum Beispiel ein wichtiger Theoretiker. Und zu dieser Zeit schreibt beispielsweise auch, ohne den Begriff des Racial Capitalism zu verwenden, Stuart Hall von Race as a Modality in which Class is Lived. In dieser Zeit ist auch Cedric Robinson in London und entwickelt die Idee, dass man mit diesem Konzept auch das gesellschaftliche System der USA analysieren kann und auch die Geschichte der USA erklären kann. Und ich gehe da jetzt nicht, wenn, also da gibt es sehr, sehr interessante Details, da gehe ich jetzt nicht rein, sondern es geht in all diesen Diskussionen eben auch darum, inwiefern dieser zum Beispiel der Racial Capitalism kein atypischer Kapitalismus ist in Bezug auf Vergleich mit das, was Marx beschreibt, sondern wahrscheinlich eher ein typischer. Und Robinson selber bezieht sich auf drei große Theoretiker, Analytiker, marxistische Gesellschaftsanalytiker. Das ist Webb Du Bois, der das ökonomische System der USA in der Reconstruction, also nach der Abschaffung der Sklaverei untersucht hat, Celar James, der die koloniale Ökonomie in der Karibik untersucht hat, und Richard Wright, der als Schriftsteller und eine ganz wichtige marxistische Zeitschrift, nämlich den Daily Worker, herausgegeben hat. Und es ist ihm sehr wichtig zu betonen, dass alle diese Theorien eigentlich aus popularem Widerstandswissen entstanden sind und dass das auch vielleicht eine Spezifik des Racial Capitalism ist, dass er aus popularem Widerstandswissen entstanden ist. Was bei Robinson nicht vorkommt, da kommt jetzt genau schon der zweite Punkt auf der Folie, ist die Perspektive von Queer-Feministinnen, die eine ganz, ganz wichtige historisch lang andauernde Rolle spielen. Man könnte da zurückgehen bis zu Shona Truth im 18., 19. Jahrhundert oder Ida B. Wells, die Race, Class und Gender als Strukturkategorien, als Teile von Kapitalismus gesehen haben und vor allem auch das Combahee River Collective Statement, auf das ich dann noch ganz kurz eingehen werde. Gegenwärtige Vertreterin, und da würde ich Sonja um die nächste Folie bitten. Ich habe da mal ein paar Namen draufgeschrieben. Ich möchte ganz besonders Michael Dawson hervorheben, weil der einen sehr, sehr spannenden Podcast zu unserer Fragestellung unterhält, The New Dawn, Race and Capitalism, wo es historische und gegenwartsbezogene Gesellschaftsanalysen eigentlich immer unter dem Aspekt des Racial Capitalism gibt. Ruth Wilson Gilmore, die bekanntermaßen den Prison Industrial Complex
mit dem Konzept des Racial Capitalism analysiert hat. Und aktuell auch als Spokesperson von Black Lives Matter sind Robin DG Kelly und Kianga Yamata Taylor sehr wichtig, auch als Aktivistinnen. Und die beiden sind auch diejenigen, die immer von racial, gendered capitalism that includes the non-human sprechen. Also das ist ganz interessant, dass es in der Tradition des Racial Capitalism eigentlich immer, also der Kapitalismus ist immer zentral als Fokus, und es gibt eben auch die Anreicherung, dieses immer tiefer gehen im Eisberg. Und bei den ganzen Statements und Kundgebungen von Black Lives Matter hat man das ja auch gesehen, dass immer diese ganz verschiedenen Gruppen inklusive der gewaltvollen Naturverhältnisse angesprochen werden, eben weil sie auch die Benachteiligten und Ausgebeutetsten am meisten betreffen. Letzter Punkt, letzte Folie, was sehr stark ist eben beim Racial Capitalism ist, dass er nicht nur als Analysekategorie verwendet wird, sondern immer wieder auch verbunden worden ist oder zentral auch mit Widerstandsstrategien verbunden war, und die eben alle auch jetzt nochmal, würde ich sagen, eine wichtige Renaissance mit Black Lives Matters erlebt haben. Das eine ist das Coalition Building, was als Ausdruck der Notwendigkeit des Zusammendenkens der verschiedenen Parameter der Unterdrückung im Kapitalismus gesehen werden muss. Also das ist eben, das ist eine ganz wichtige Setzung von Anfang an. Gibt es auch berühmte Beispiele, zum Beispiel die Alabama Communist Party in den 1940ern, über die Robin Kelly ein tolles Buch geschrieben hat. Sehr, sehr interessant auch nochmal sich daran zu erinnern an die Rainbow Coalition von Fred Hampton in den 1960er Jahren in Chicago, der vom FBI ermordet worden ist, aufgrund der Diagnose von dem FBI-Chef Edgar Hoover, der damals meinte, in dem Moment, wo es Fred Hampton gelungen ist, die Black Panthers mit der weißen Arbeiterinnenbewegung zusammenzuschließen, dass das die größte Gefahr sei, die die USA jemals gesehen hätte. Also das sieht man auch mal, welche Macht es hat, vom Racial Capitalism aus zu agieren. Und das Bild, was ihr seht, das ist ein Filmstil aus dem Film Judas and the Black Messiah, der gerade rausgekommen ist und an diese Geschichte, an diese spannende Geschichte nochmal erinnert. Es muss an der Stelle, finde ich, auch gesagt werden, dass das Combahee River Collective, das heute oft mit dem Begriff Identity Politics in Verbindung gebracht wird, zu Recht, aber eigentlich den Begriff Identity Politics entwickelt hat, um Koalitionsmöglichkeiten zu erforschen. Welche Bewegungen müssen wir zusammenbringen? Warum reicht es nicht aus, mit den Kommunistinnen zusammengehen? Warum reicht es nicht aus, mit den Black Women Allianzen zusammengehen? Welche Bewegungen müssen wir zusammenbauen, dass die Leute, für die wir sprechen, ein besseres Leben kriegen? Neben Coalition, die zweite Strategie ist Abolition, die jetzt natürlich mit Abolish the Police eine ganz neue Bedeutung noch einmal bekommen hat. Und da ist sehr interessant zu sehen in diesen neueren, nicht nur Diskussionen, sondern auch Aktionen, dass Abolish the Police eigentlich was darauf hinausläuft, den Dirty oder Racial Capitalism abzuschaffen. Es geht bei der Umverteilung der Polizeibudgets nämlich um das Hinbringen des Geldes zu selbstverwalteten Kommunen und in Bezug auf Housing, Healthcare, Schulen, Grünflächen für alle, Community Spaces für alle. Und in diesem Zusammenhang, also muss man sich nur mal, also das ist eine sehr weitreichende Forderung eben, und aber auch eine sehr notwendige, wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, dass so Städte wie New York oder auch Chicago mehr als ein Drittel ihres Gesamtbudgets für Polizeiausgaben verbratzen. Und Kianga Yamata Taylor, eine dieser der Theoretikerinnen des Racial Capitalism, aber auch eine Kämpferin für Black Lives Matter, die hat das mal auf
einem sehr schönen Bild zusammengebracht. Sie hat gesagt, stellt euch vor, die hochtechnisierten Cops, die quasi wie Panzer durch die Welt laufen und das Gesundheitspersonal zur selben Zeit, dass ich aus Müllsäcken Schutzanzüge basteln muss. Also dann sieht man die Agenda des Racial Capitalism. Letzter Punkt, das ist eher eine Frage für die Tagung, weil wir, glaube ich, jetzt Sonja, Lukas und ich eigentlich nie über Education nachgedacht haben, die hier im Zentrum steht. Mir ist dann klar geworden, dass Education immer ein Widerstandsprogramm war im Racial Capitalism und dass dort auch die Frage eine Rolle gespielt hat, wenn der Racial oder Dirty Capitalism ein so umfassendes Programm ist, dann ist auch ein umfassendes Bildungs- und Erziehungsprogramm. Und dann stellt sich ganz neu die Frage, wie kann man dagegen bilden? Denn das kann nicht in Schulfächern aufgehen, das kann auch nicht in einzelnen Disziplinen aufgehen, sondern Bildung müsste wahrscheinlich genauso, wie es eine kollektive Forschungsagenda, also von uns vorgestellt wurde, müsste man wahrscheinlich unter diesem Fokus auch über eine kollektive Bildungsagenda nachdenken. Dabei lasse ich es. Ja, vielen Dank, Ruth. Ich nehme an, Lukas macht weiter. Genau, ich darf euch jetzt weiterführen in unserem Vortrag. Während der Sonja im Wesentlichen mal die Theorie oder den Ansatz des Dirty Capitalism dargestellt hat, dann über das Ganze gesprochen hat, die kapitalistische Vergesellschaftungsweise, und Ruth dann quasi in das Feld der Rassialisierung des Rassismus eingestiegen ist, würde ich euch jetzt gerne mitnehmen in das Feld der Naturverhältnisse und mir da anschauen, was man in den Blick bekommt. Sonja, noch eins zurück bitte, was man in den Blick bekommt, wenn man sozusagen einen Dirty Capitalism Begriff anwendet oder aber, wenn man sozusagen ein klassisches Verständnis, vielleicht einen verkürzten Kapitalismus Begriff zum Einsatz bringt, in Bezug auf das Coronavirus. Also mir wird es darum gehen, was überhaupt auch die Idee ist, des Dirty Capitalism zu sagen, ja, das muss sich sozusagen in der konkreten Analyseperspektive und Forschungsarbeit sichtbar machen, was der Mehrwert dieses Konzepts ist. Und wenn wir jetzt uns ansehen, was quasi ein verkürzter Kapitalismusbegriff wäre und wie man den räumlich darstellen könnte, also wie eine Lagebeziehung eines verkürzten Kapitalismusbegriffs aussehen würde, dann könnte das in etwa so aussehen: Ich habe auf der einen Seite das Kapital, auf der anderen Seite die Arbeiterinnenklasse oder die Lohnarbeit. Das ist das zentrale Verhältnis. Und wenn wir das jetzt in Beziehung zum Virus denken, dem Coronavirus, dann wird man sagen, okay, wenn ich so denke, ist der Coronavirus etwas, was von außen kommt, ein exogener Schock. Das ist dann aber relativ parallel zu dem, wie auch sozusagen im Mainstream der Virus verstanden wird oder auch in der Politik. Also Angela Merkel hat das explizit so genannt, es würde sich beim Coronavirus um einen exogenen Schock handeln. Und das sieht man auch bei einer anderen Akteurin, quasi dieses unkritische Verständnis bei Ursula von der Leyen. Also das wäre die nächste Folie, die hat in der Financial Times ein Hintergrundgespräch gehabt und spricht da interessanterweise darüber, dass wir uns auf ein Zeitalter der Pandemien vorbereiten. Und sie begründet das in dem Sinn, dass sie sagt, naja, wir hätten schon in den letzten 20, 30 Jahren sehr viele ansteckende und oder tödliche Virenstämme erlebt. Ebola, SARS-1, MERS, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und so weiter. Also weist darauf hin, dass quasi wir uns schon in diesem Zeitalter der Pandemien befinden, dass sich das noch zuspitzen würde. Aber das Interessante ist, dass sie das nicht begründet. Warum erleben wir so ein Zeitalter der Pandemien? Und da würde ich euch gerne jetzt hinführen, dass man mit einem kritischen Kapitalismusbegriff herausarbeiten könnte, dass es dafür einen Grund gibt, weil sie müsste sozusagen über den kapitalistischen Wachstumszwang sprechen, wenn sie das wirklich an die Ursachen gehen würde. Und interessant ist aber, dass es abseits von Ursula von der Leyen, von einer großen Institution, nämlich der WHO, mittlerweile einen Ergebnisbericht gibt zu
ihrem Kommissionsbesuch in China, wo man sich die Frage gestellt hat, was sind denn die Ursachen des Coronavirus, woher kommt er? Also man hat im Wesentlichen die unterschiedlichen Hypothesen untersucht. Und dieses Ergebnis ist Anfang Februar, beziehungsweise Mitte Februar oder 10. Februar war es, glaube ich, vorgestellt worden. Die FAZ hat auch darüber berichtet. Und interessant ist erstmal der erste Punkt sozusagen, dass die Untersuchungskommission ausschließen kann oder es zumindest für extrem unwahrscheinlich hält, dass der Virus aus einem Labor entwichen ist. Das war ja das, was Donald Trump angezogen hat. Eine weitere These, die eigentlich, das wäre der nächste Punkt, die lang dominant war, nämlich dass der Virus seinen Ursprung auf einem Tiermarkt in Wuhan gefunden hat, konnte auch widerlegt werden und zwar relativ einfach. Es gab schon zeitlich wesentlich davor einige Fälle von Corona. Das heißt, in Wirklichkeit war dieser Tiermarkt in Wuhan nur einer der Cluster. Okay, aber zu welchem Ergebnis kommt jetzt die WHO? Was ist die wahrscheinlichste These, die sie auch weiter sozusagen verschärft untersuchen möchte? Ihre wahrscheinlichste These als Ergebnis quasi des Untersuchungsberichts ist, dass der Coronavirus zurückzuführen ist auf Fledermäuse und dass es zu einer zoonotischen Übertragung gekommen ist. Also dass entweder von den Fledermäusen der Coronavirus direkt auf den Menschen übergesprungen ist oder über einen Zwischenwirten auf den Menschen übertragen worden ist. Und das Interessante ist, dass dieser WHO-Untersuchungsbericht eigentlich genau das bestätigt, was kritische Virologen und Virologinnen, Soziologinnen und Biologinnen eigentlich schon seit einiger Zeit argumentieren, dass eine große Gefahr besteht, dass es zu einem zoonotischen Übersprung kommt, dass von Tieren ausgehend eine neue Pandemie entsteht. Und hier war die Fledermaus immer eine der zentralen Tiere. Warum das so ist, das werde ich in weiterer Folge noch näher darstellen. Das Interessante ist, zu diesem Ergebnis kommen aber nicht nur kritische WissenschaftlerInnen, sondern zu diesem Ergebnis kam auch das Robert-Koch-Institut. Es gibt von 2012 eine Prognose, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht hat, oder man muss genauer sagen, nicht veröffentlicht hat, sondern weitergegeben hat in Regierungskreis, die ist dann nachher geleakt worden, also mittlerweile zugänglich. Und das Interessante ist, dass das Robert-Koch-Institut hier prognostiziert, wie würde sich eine Pandemie in Deutschland auswirken und von mehreren möglichen Millionen Toten ausgeht. Und um welches Virus handelt es sich dabei? In dieser Prognose wird unterstellt, dass es um Coronaviren geht, die von Fledermäusen kommen. Das heißt, das ist eine These quasi, die auch von solchen Institutionen wie dem Robert-Koch-Institut vertreten wird. Das Interessante ist aber jetzt, was diese kritischen WissenschaftlerInnen, jetzt sind wir bei der Fledermaus als Ursache, aber die Frage ist ja, was steckt dahinter, dass diese Wahrscheinlichkeit immer mehr zugenommen hat? Und die Argumentation dieser kritischen WissenschaftlerInnen, das führt uns zum Dirty Capitalism, ist, dass es zwei zentrale Stränge, das wäre die nächste Folie, gibt, die mit dem Kapitalismus verbunden sind und die Wahrscheinlichkeit zu einer Pandemie anschieben. Das erste ist der Zugriff auf Ökosysteme. Wir haben in den letzten 50 Jahren die Hälfte aller Regenwälder verloren aufgrund des kapitalistischen Wachstumszwangs. Und hier wird argumentiert von Biologinnen und Virologen, wenn ich intakte Ökosysteme habe, halten diese auch Virenstämme zurück. Wenn ich die Regenwälder reduziere, dann kommt es zu einem Kontakt zwischen diesen Virenstämmen und dem Menschen. Und es kommt vor allem dazu, dass Tiere, quasi die bisher in diesen Regenwäldern gelebt haben, insbesondere Fledermäuse, sich auf den Weg machen, auf Farmen in der Nähe von Menschen sich niederlassen und damit die Schnittstellen zwischen Mensch und Tier erhöht werden und damit auch diese Wahrscheinlichkeit einer zoonotischen Übertragung steigt. Der zweite wesentliche Strang, der herausgearbeitet wird, ist die industrielle Fleischproduktion. Im Wesentlichen, dass es sich dabei um Brutkästen handelt, dass sich menschliche Viren mit tierischen Viren mischen, mutieren und es so zu neuen Virenstämmen kommt, die sehr tödlich oder sehr ansteckend sind. Also das ist quasi die Perspektive der kritischen Wissenschaft, was ist die wirkliche Ursache des Coronavirus? Und diese Perspektive ist erst ihnen möglich geworden, weil sie in Wirklichkeit von einem Kapitalismusbegriff ausgehen, der nicht verkürzt ist, der sich sehr stark dem Konzept des Dirty Capitalism angenähert ist. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie, weil wir hier jetzt sozusagen nochmal sehen, das wäre die verkürzte Lagebeziehung, das verkürzte
Kapitalismusbegriff und wie könnte sozusagen eine Topologie, eine Lagebeziehung eines Dirty Capitalism aussehen? Das wäre die nächste Folie. Genau, und da sehen wir, da denken wir quasi nicht monokausal oder in Bezug auf ein Herrschaftsverhältnis, sondern es gibt zumindest 4 zentrale Herrschaftsverhältnisse, das hat ja Sonja schon ausgeführt und auch gut, auf die der Kapitalismus angewiesen ist, also nicht nur die Ausbeutung der Arbeiterinnenklasse, sondern auch die Hervorbringung und die Zuweisung von unbezahlter Arbeit an Frauen. Auf der anderen Seite die Hervorbringung von Kolonien und anderen, um ihnen ihr Land zu nehmen und ihre Ressourcen auszubeuten. Und als 4. zentrales Herrschaftsverhältnis kapitalistische Ausbeutung von außermenschlicher Natur, um quasi Ressourcen unbezahlt zu nutzen und einerseits auch die Natur als Senke zu verwenden. Und interessant ist auch hier wieder, dass wenn wir auf Marx zurückgehen, das wäre die nächste Folie, dass eigentlich Marx dieses Verständnis von unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen und wie sie konstitutiv sind für den Kapitalismus schon an mehreren Stellen immer wieder anspricht. Und Sonja und ich haben in einem Beitrag zum Dirty Capitalism auch gesagt, deswegen müsste man diesen Begriff des Dirty Capitalism eigentlich mit und gegen Marx entwickeln. Also eher das Problem eines verkürzten Kapitalismusbegriffs bei den Marxistinnen in weiterer Folge entsteht. Und bei Marx eher die Problematik darin liegt, dass er sich auf das Kapitalverhältnis im Sinn der Ausbeutung der Arbeiterinnenklasse im Kapital konzentriert. Er aber viele Stellen hat, wo er die anderen Herrschaftsverhältnisse anspricht. Und eine der einschlägigsten Stellen im Kapital, wo er eben auch die Ausbeutung der außermenschlichen Natur beschreibt, ist sicherlich die folgende. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen eines Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Und in Anschluss an Marx haben das natürlich viele zeitgenössische Wissenschaftler weiterentwickelt. Ulrich Brandt ist sicher einschlägig, Jason Moore, Silvia Federici und da vielen anderen mehr, die quasi diese kapitalistischen Naturverhältnisse zum Kern ihrer Arbeit gemacht und eben auch die genannten kritischen Virologinnen wie Rob Wallace zum Beispiel oder der Soziologe Mike Davis knüpft hier an und hat diesen Theoriehintergrund, um zu verstehen, wie Kapitalismus und Corona zusammenhängt. Und im Kern könnte man sagen, sind wir hier beim Akkumulationsimperativ von Marx, nämlich dass nach jedem Produktionskreislauf Kapitalstrich vorhanden sein muss. Das heißt, das Kapital muss angewachsen sein. Und das bedeutet natürlich immer auch das Einsaugen von mehr Waren und über die Waren das Einsaugen von mehr Ressourcen und den Ausstoß von CO2-Emissionen und von anderen Abfallprodukten. Das heißt, man könnte sagen, es gibt sozusagen immer auch eine gestiegene Vernutzung von Natur, strukturell notwendigerweise nicht als moralische Aussage. Und wenn wir das jetzt sozusagen nochmal lesen vor dem Hintergrund, was schiebt dieses Zeitalter der Pandemien an, dann ist das sozusagen der Wachstumszwang, der immer stärker auf Ökosysteme zugreift. Und man könnte quasi entgegen Ursula von der Leyen entgegnen oder sie zu Ende denken, warum sind wir in einem Zeitalter der Pandemien wegen dem Kapitalismus? Und man könnte sagen, mit Dirty Capitalism kommt man zu dem Schluss, wer über Corona spricht, darf über den Kapitalismus nicht schweigen. Genau, wir sind fertig.